Fashion Glück Camp 2018, Dr. Bob rät allen Teilnehmerinnen ihre Brüste zu waschen. Bob ist bekannt für seinen ärztlichen und psychologischen Rat bei den Dschungelprüfungen. Auch beim Dschungelcamp 2018 ist er wieder mit dabei. Schon vor den ersten Prüfungen hat er einen Rat für alle Teilnehmerinnen: Sie sollen sich regelmäßig die Brüste waschen. Was hat es mit diesem außergewöhnlichen Tipp auf sich? Bob will den weiblichen Teilnehmerinnen helfen. Wie Doktor. Bob gegenüber der Mirror berichtet, sollten vor allem die weiblichen Teilnehmerinnen mit einem großen Busen regelmäßig zum Waschlappen greifen. So sagt Doktor. Bob, das größte Problem, das ich bei Frauen mit großen Brustimplantaten sehe, ist, dass wegen der Feuchtigkeit im Dschungel sich die Kandidatinnen schnell eine unangenehme Infektion einfangen könnten. Die Brust treibt dabei auf der Haut, so dass sich schnell eine Pilzinfektion bilden kann. Bob rät zu regelmäßigem Waschen. Um einer Pilzinfektion vorzubeugen, rät Doktor. Bob den weiblichen Teilnehmer dazu, sich die Brust besonders oft zu waschen. Am besten wäre zweimal am Tag. Werden sich Dschungelteilnehmerinnen wie Tatjana Xell und Katja Wiedes wohl an den gut gemeinten Rat von Dr. Bob halten? Vornehmlich hat Dr. Bob die Pilzwahrung für die Teilnehmerinnen der britischen Version des Dschungelcamps ausgesprochen. Allerdings halten die deutschen Promis nur wenige Wochen nach ihren britischen Kollegen Einzug in die Wildnis. Der Tipp gilt somit auch für sie.